Kommen Sie mit! Das ist ein Lederbier. Das war die erste Fracht von der Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth 1835. Die erste Fracht waren 3 Fässer Bier. Und das hat die Lederer Brauerei jetzt anlässlich des Jubiläums herausgebracht. Und der Erlös aus dem Verkauf von dem gesponserten Lederer Brau ist dann für den Heimatverein. Genau. Jawohl. So ist das. Sehr schön. Diese Ausstellung wurde von unserem Heimatfreund Dietrich Heber konzipiert. Die Ausstellung zeigt die Anfänge aus dem Jahre 1887 bis zur Fertigstellung der Bahnlinie 1902. Es war ein mühseliges Geschäft mit den Behörden und der Regierung in München, dann mit den benachbarten konkurrierenden Eisenbahnkomitees. Und gebaut wurde die 5,5 Kilometer lange Strecke von Wilhelmsdorf nach Markt Erlbach in einem Dreivierteljahr. Und über 15 Jahre hat man verhandelt. Und ja, aber jetzt sind wir froh, dass wir die Eisenbahn haben. Das war der größte Augenblick in der Markt Erlbacher Geschichte, der Erstankunft des ersten Dampfzuges am 5.12.1902. Großen Anteil an der Eisenbahn hat Ignaz Schneider, ein Apotheker aus Markt Erlbach, der daran sogar pleite gegangen ist, so hat sich der dafür eingesetzt. Gefeiert wurde natürlich auch 1902. Die Speisekarte, wo man im Gasthaus Lambrecht gefeiert hat, anschließend. Und hier sind die Damen und Herren vom Eisenbahnkomitee. Wir befinden uns hier im zweiten Stock des Museums Markt Erlbach. Hier haben wir eine Eisenbahn aufgebaut, die den Bahnhof von Markt Erlbach von damals darstellt. Das Eisenbahngebäude ist originalgetreu nachgebaut. Sonderfahrten beleben das Geschäft. In den 70er und 80er Jahren sind öfters Dampfzüge mit Reisenden nach Markt Erlbach und von Markt Erlbach in der ganzen Bundesrepublik verkehrt. Ankunft des ersten Zuges nach Markt Erlbach am 5.12.1902. Bei minus 17 Grad. Komplimente für das schöne Heimatmuseum. Sehr schön. Wir wissen ja, wie das damals entstanden ist. Durch die kommunale Allianz gab es erst die Fördermittel, sonst wäre das gar nicht entstanden. Das wäre ja vor den Kosten gar nicht zu stemmen gewesen. Aber auch die Mitglieder und auch viele Veranstaltungen haben dazu beigetragen, dass das finanzierbar war. Und das ist ja doch viel Eigenleistung haben wir auch erbracht. Ja. Ja, nur Städte, nicht nur Städte.